So, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur Woche 35 mit uns auf unserem Weg nach Nordschweden. Oder sollte ich eher sagen Woche 37, 36 und 35, weil wir nämlich die letzten drei Wochen in der Landwirtschaft für unseren Sommerjob unterwegs waren. Und da wir so viele Nachrichten von euch bekommen haben, was wir eigentlich machen, dachten wir, wir nehmen euch einfach mal mit. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum erzähle ich euch das alles in einem Maisfeld, das ist quasi unser Arbeitsplatz. Heute ist Tag 1, also legen wir los. Ich wollte jetzt noch mal kurz erklären, was wir hier eigentlich mit den Drohnen machen. Im Großen und Ganzen ist das biologischer Pflanzenschutz, also anstatt Chemie. Das finde ich eigentlich super cool, weil dann wird halt einfach dieses Feld nicht gespritzt und es geht auch nicht so viel kaputt, weil wir eben mit den Drohnen über das Maisfeld fliegen, da muss kein Traktor durchfahren. Wir werfen diese Kugeln hier aus, die bestehen aus Maisstärke und wenn man die öffnet, sind da ca. 2000 Eier von Schlupfwespen drin. Und die werden dann alle 10 Meter, diese Kugeln, auf das Maisfeld automatisch von der Drohne abgeworfen, weil diese Tiere haben nämlich einen Radius von 10 Metern. Und die können dann in diesem Radius sich bewegen und die parasitieren dann die Eier vom Maiszünsler. Der Maiszünsler ist nämlich hier der Parasit, der kurz vor der Ernte dafür sorgt, dass die Pflanzen einfach umknicken, weil der nämlich seine Eier hier unter das Blatt legt und wenn die dann schlüpfen, die Larven, dann bohren die sich in den Stängel und dann wird der hohl und dann sind diese Pflanzen einfach, ja, dem Untergang geweiht sozusagen und ist einfach eine hervorragende Alternative, anstatt halt hier immer überall die Chemie in die Natur zu spritzen. Meistens ist es so, dass das Landwirtschaftsamt hier Fallen aufstellt und wenn die ersten Weibchen gefangen haben, das sind so Falter, dann sagen die dann Bescheid und sagen so, das, jetzt geht's los. Und deswegen ist das so ein bisschen flexibel, unser Job. Und dann müssen wir losfahren und dann fliegen wir jeden Tag über Maisfelder mit unseren Drohnen. Wunderbar.
Guten Morgen. So, die Drohne fliegt. Ich habe die Mission gerade gestartet. Ist jetzt zum Glück alles autonom. Moment, jetzt muss ich noch den Kugelabwurf umlegen. So, jetzt geht die Mission los. Und ich werde jetzt mal parallel frühstücken und den Flug überwachen. Und ich werde euch heute mal ein bisschen mitnehmen auf meinen Tag. Da dreht sie wieder eine Runde. Adios. Das ist mit Abstand das Geilste, dass sie einfach autonom fliegen kann. Ich meine, ich stelle zwar auf dem Tablet nochmal so ein bisschen die Route ein, also welche Flugbahn sie nehmen soll, in welche Richtung sie fliegt, also quer horizontal immer so optimiert, dass sie halt am wenigsten drehen muss, weil da verliert sie am meisten Akku. Und den Rest macht sie selber und ich überwache das mit dem Piepen. Immer wenn es piept, weiß ich, sie fliegt noch und wirft Kugeln ab und ich überwache natürlich auch, indem ich sie beobachte. Und dann geht es gleich schon weiter zum nächsten Feld. Ah ja, noch einmal hierher kommen und dann noch einmal wieder wegfliegen und dann ist sie fertig. Ich habe schon 3 Felder gemacht und jetzt ist es hier so eine richtige Morgenromantik. Die Sonne hat richtig Kraft. Die letzten Tage war es arschkalt. Es hat nur geregnet. Es war echt blöd, weil wir echt viele Pausen machen mussten. Aber jetzt wird es heute mal wieder endlich schön. Wobei, heute Nachmittag soll es auch wieder regnen. Da können wir natürlich nicht fliegen, logischerweise. Deswegen werde ich jetzt so viel versuchen zu schaffen, wie es geht. Tut gut, mal so ein bisschen aufzuheizen. In der Landwirtschaft zu arbeiten hat schon echt was Romantisches. Den ganzen Tag draußen am Feld zu sein, in der Natur zu sein, das ist schon wirklich schön irgendwo. Und weiter geht's über die Landwirtschaftswege zum nächsten Feld. Ja, normalerweise schlafen Lara und ich ja immer gemeinsam hier in dem Auto. Aber Lara musste spontan jetzt kurzfristig nach Hessen. Da haben wir noch einen Auftrag, einen größeren bekommen. Und ich bin hier noch in Bayern unterwegs und deswegen mussten wir uns aufsplitten. Ja, und sehen uns erst morgen Abend, glaube ich, wieder. Also dann war ich circa 3 Tage alleine. Es ist auch ganz selten eigentlich, dass ich alleine im Auto schlafe. Aber wir telefonieren den ganzen Tag und schicken uns Memos und updaten uns so, wie es so läuft. Es hat ja auch so viel geregnet, dass die meisten Landwirtschaftswege nicht befahrbar sind, weil die einfach unter Wasser stehen oder zu matschig sind. Und wir haben ja kein Allrad hier mit unseren Vans. So, ab auf ihre Parkposition. Hier transportiere ich sie immer. Ich habe unten noch so eine Schlaufe mit Ducktape hingeklebt, damit sie mit der Vollbremsung nicht wegfliegt. Es ist total krass. Die verbraucht einfach so einen Akku mit 12.000 mAh in circa 15 bis 20 Minuten. Und ich meine, gut, in der Zeit schafft sie zwar auch circa 10 Hektar zu fliegen, aber die verbraucht schon echt viel Strom. Und deswegen haben wir eine Lösung, wie wir eben auch am Feldrand laden können, weil jetzt über Solar oder so oder über irgendwie einen Wechselrichter oder so würde das nicht gehen. Zum Laden haben wir nämlich alle einen Generator hinten drauf, den wir sogar bei der Autofahrt dann, weil er auf dem Fahrradträger festgeschnallt ist, anschmeißen können, sodass wir beim Fahren laden können. Das ist genial. Deswegen braucht eigentlich jeder Pilot auch nur 4 Akkus. Das einzige Ding ist, der zerstört mal die schöne Idylle hier in der Landwirtschaft. Ich habe mir gerade schnell einen Kaffee gezaubert und ich werde es mir jetzt gemütlich im Maisfeld machen und eine kleine Pause machen, während die Drohne fliegt. Normalerweise sind immer so die Felder, die wir fliegen, zwischen 0,5 und 2,5 Hektar groß. Und deswegen muss man ganz oft immer einpacken, auspacken, weiterfahren und so. Und manchmal hat man aber auch so große Felder,
dazwischen, wie das jetzt gerade, das ist 12 Hektar groß. Das heißt, sie fliegt circa 30 Minuten. Ich muss einmal zwischenlanden, Akku wechseln und Kugel nachfüllen. Und da habe ich tatsächlich immer Zeit, mir einen Kaffee zu machen. Es ist praktisch dann, sein Zuhause dabei zu haben, wenn man hier arbeitet. Ich finde es echt genial. Ich mache das jetzt seit 5 Jahren. Und in den letzten 5 Jahren sind immer mehr Flächen dazugekommen. Immer mehr Landwirte haben das jetzt biologisch machen lassen. Weil man kann auch den Maisfünsler chemisch bekämpfen. Das kostet ähnlich viel wie biologisch. Aber eben, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, machen das immer mehr Landwirte auch biologisch. Ich finde das klasse, dass sich das Bewusstsein da auch irgendwie verändert hat. Und auch was das Thema Drohnen angeht. Vor 5 Jahren, da sind noch ganz viele Passanten, die an mir vorbeigelaufen sind, Fahrradfahrer, haben mich aufs Tiefste beleidigt teilweise, was ich denn da machen würde und sofort die Drohne runterholen. Der eine kam sogar wirklich angeschrien, meinte, sie zeige ich an. Und ich dachte mir so, ja gut, machen Sie das doch. Wir haben alle Genehmigungen und so und das ist ja alles legal, was wir machen. Gut, hat mich natürlich nie angezeigt, er war einfach nur aggressiv. Aber jetzt so 5 Jahre später, die Akzeptanz, gerade was Drohnen angeht, hat sich extrem verändert. Da ganz hinten, da fliegt sie gerade. Ich habe hier aus unserem kleinen Zuhause einen super Überblick über das 12-Hektar-Feld und hier direkt vor mir liegt noch ein 2-Hektar-Feld, das fliege ich danach. Jetzt noch einen schönen Schokoriegel für ein bisschen Energie. Und dann ist sie demnächst fertig und dann geht es ans nächste Feld. Oh, es zieht sich langsam richtig zu. Es wird heute Nachmittag bestimmt regnen, vielleicht auch gewittern. Deswegen will ich jetzt noch so viel Hektar schaffen wie möglich heute. Meine Challenge jedes Jahr, mindestens eine Kugel aus der Luft fangen. Achtung, sie kommt. Ah, Mist. Das war nichts. Und weiter geht's, ab zum nächsten Feld. Ach, das war entspannt hier. Es gibt ein Feld in Hessen, das wir letztes Jahr hatten. Das war 50 Hektar groß. 50 Hektar. Ach, anschnallen natürlich. Danke, Vans. Das hat einfach insgesamt, glaube ich, 4 Stunden gedauert zu befliegen. Ne? Mit Akkus wechseln, aufladen und so. Aber trotzdem, das hat mega Spaß gemacht, weil dabei konnte ich mir was zu essen machen. Das habe ich sogar mit Lara zusammengeflogen und wir haben einfach eine richtig gute Zeit gehabt. Ich habe eine gefangen! Yes! Befüllt und weiter geht's. So, meine Route für heute ist fertig. Ich fahre jetzt zurück zum Weingut, hole mir neue Kugeln und dann geht's nach Südhessen für mich, nach südlich von Frankfurt. Ich bin jetzt hier noch in Nordwest-Unterfranken, das heißt ein bisschen Fahrstrecke, fahre jetzt eine Stunde zum Weingut und ja, dann geht's in Südhessen weiter. Jetzt ist nach Südhessen und es hat genau jetzt auf der Fahrt hierhin geregnet. Da habe ich echt Glück gehabt, dann kann ich heute Nachmittag, heute Abend noch ein bisschen fliegen. Ab geht's! So, ein bisschen was zu tun ist doch noch. Das sind 150 Hektar in 2 Kartons. Die verlade ich jetzt noch hier irgendwo und dann geht's weiter nach Südhessen. Ach, ich freue mich schon heute auf Feierabend. Schon wieder ein Tag mit echt viel Autofahren. Weil das ist wie als Pilot von einem Frachtflugzeug oder Passagierflugzeug. Man verdient nur Geld, wenn man fliegt. Das heißt,
Wir verdienen nur Geld, wenn die Drohne auch fliegt. Bin gerade in Südhessen angekommen, ein bisschen südlich von Darmstadt. Und es hat die ganze Autofahrt auch geregnet. Ja, es soll jetzt aber noch eine halbe Stunde regnen, also sitze ich jetzt den Regen aus. Es wäre entspannt, wenn hier nicht so ein krasses Chaos wäre, dann könnte man sich ein bisschen ausbreiten, aber hier ist ja alles vollgestellt. Aber das ist halb so schlimm. Also abwarten. Oh, es kann losgehen, es hat aufgehört zu regnen. Boah, hier ist auch eine riesen Pfütze vor der Tür. Sehr schön. Dann kann ich noch mal ein paar Hektar schrubben. Alles nass. Clara hat heute auch schon Schluss gemacht, weil bei ihr in Hessen, wo sie fliegt, regnet es durch bis heute Nacht. Nach der Morgenromantik heute Morgen hoffe ich ja heute Abend auf eine richtig schöne Abendromantik. Das könnte ein richtig guter Sonnenuntergang werden heute. Gravel road I'm filled with promises. Truth is hard to bear sometimes untold. Hope builds up as we grow old. Gravel roads and me. An extra hello. Your whisper said dawn or soft. Greeting morning's gentle touch. Ich präsentiere mein absolutes Lieblingsschild im Sommer. Einfach ignorieren, weil wir ja für die Landwirtschaft unterwegs sind, können wir all diese Wege benutzen. Ich stehe hier vor so einem gedreschten Weizenfeld und da drauf sind mehrere Hasen. Und auch einige Enten, ziemlich cool, oder Gänse, ich glaube es sind eher Gänse. Abendromantik kann kommen. Halleluja, was für eine Mückenplage, ist aber schnell weg hier. Das war's für heute. Dröhne hier, wenn der Generator an ist. Die Akkus sind gleich voll. Der Generator ist endlich aus. Ich mache mir jetzt noch was zu essen und dann gehe ich auch sofort schlafen. Ich bin super müde. Gute Nacht. Es hat sich irgendwie so ergeben, dass wir, ja eigentlich seitdem wir den Job machen, auch das Orga-Team sind im Hintergrund. Also wir ziehen, man könnte sagen, so ein bisschen die Strippen, wir organisieren die Piloten, wer wo eingesetzt ist, in welcher Region geflogen wird. Wir haben unterschiedlichste Regionen, wir fliegen in Unterfranken ganz viel, aber auch um München und Augsburg herum. Wir sind in Süd- und Nordhessen unterwegs, teilweise auch in Baden-Württemberg, also eigentlich so grob in Süddeutschland. Aber die Hauptarbeit liegt eigentlich vorher. Also wir kommen meistens Ende Mai nach Hause, weil wir noch 2 Wochen lang die Kisten packen. Jeder Pilot hat ja seine Ausstattung dabei und wir kümmern uns eigentlich darum, dass jeder
das gleiche mit hat. Wir stellen Dinge, die noch fehlen. Und dann hängen wir eigentlich immer 2 Wochen bei unserem Chef rum. Dann auf dem Einsatz sind wir hauptsächlich dann auch Piloten, die hier jeden Tag ihre Hektar fliegen. Denn netterweise in der Landwirtschaft ist es so, dass man pro Hektar bezahlt wird und nicht pro Stunde. Das heißt, es ist das gleiche Prinzip, wie wenn man in Australien arbeiten geht oder Backpacken macht und nach dem Abitur sich versucht, da Geld zu verdienen. Mhm. Man wird für seine Leistung, die man erbringt, bezahlt und nicht für die Stunden, die man gearbeitet hat. Der Maiszünsler, der Parasit, der entwickelt sich halt immer jedes Jahr abhängig von der Temperatur. Also wenn eine bestimmte Temperatursumme erreicht ist, dann fangen eben an, die Weibchen die Eier zu legen und genau da beginnt ja dann der Einsatz, ne, dass wir die Schlupfwespen ausbringen. Dieses Jahr war es ja schon mal im April richtig heiß und dadurch dachten wir, es geht total früh los dieses Jahr. Dann ist aber so ein bisschen Chaos gewesen, der Maiszünsler hat sich nicht entwickelt, deswegen war es dann doch später als gedacht. Und genau, im Groben kann man aber sagen, dass es immer dieser Einsatzzeitraum, wo wir dann fliegen, circa 3 Wochen ist. Ja, später geht dann halt auch einfach nicht, weil der dann schon halt seine Eier gelegt hat. Und wenn man da nicht gleich was gegen macht, dann ist das einfach zu spät. Das heißt, es passt eigentlich perfekt in unser Lebenskonzept, weil wir sowieso spontan leben können. Und wir kriegen dann Bescheid, seid wieder da. Wir sind immer Anfang Juni, Ende Mai da, bereiten 2 Wochen vor und dann, wenn es losgeht, geht's los. Und wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Und für uns passt das eigentlich so mal ziemlich perfekt auch. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen traurig macht, oder es ist halt schade, wir haben nie den Sommer. Also wir verpassen die 2 schönsten Monate, weil wir halt in der Landwirtschaft rumhängen. Und ich meine, den ganzen Tag bei 30 Grad am Feld hängen, das ist sehr, sehr anstrengend. Das laugt total aus. Das stimmt. Aber dieses Jahr hatten wir einfach Glück, es ist viel kalt, hat viel geregnet. Ja, es war ja das Gegenteil. Wir saßen viel im Auto fest, weil es geregnet hat und mussten halt dann 1-2 Stunden aussitzen wegen dem Regen. Aber es ist nie perfekt so quasi, es ist manchmal zu heiß. Ich will mich auch gar nicht beschweren. Genau, es macht irgendwo total viel Spaß, einfach am Feldrand den ganzen Tag zu stehen, draußen zu sein, in der Natur zu sein. Ja. Und man hat auch immer extrem viele nette Begegnungen mit den Landwirten, mit Passanten. Es passiert immer viel und das macht einfach extrem viel Spaß. Das stimmt. Wieder mal ein Tag geht vorbei und das Witzige ist gerade, wir sind hier bei Coburg und ich sehe Laras Auto da hinten, sie hat einen weißen Mietwagen in der Ferne. Wir fliegen nämlich gerade hier um dieses Dorf hier herum und treffen uns gleich zum dann wieder gemeinsam hier im Van schlafen und es ist ganz witzig, dass ich sie einfach sehen kann von hier. Richtig cool. Moin. Moin. Und siehst du mich auch in der Ferne? Ich stehe hier auf dem Berg. Ja, ich hab's gesehen. Geil, jetzt wird laut, dass die Drohne landen. Jo, ich sag doch, da hinten steht sie. Die 3 Felder schaffst du bestimmt noch und dann haben wir noch richtig viel heute geschafft. Ja, ich mach dann Feierabend, wenn du auch fertig bist. Ich freue mich auf gleich. Tschüss. Tschüss. Mann, ist es laut hier. Nichts mit Romantik. Parkplatz für die Nacht. Im Van stört sie einfach nur und nimmt Platz weg. Oh, Romantik. Aber nur die Hälfte. Ja, okay, der eine ist noch an. Aber meine sind auch gleich fertig, dann kann ich es ausmachen. Oh, dann können wir noch ein bisschen genießen. Ich habe voll Bock auf einen Radler, wollte ich dir vorschlagen. Oh ja, wir haben noch 2, oder? Mhm. Oh ja, ich auch Bock drauf. Ach, wie schön. Endlich Frieden. Diese Dinger sind immer so laut. Danach denke ich immer, ich rede auch ganz leise, weil man selbst sich so schlecht hört. Und wir haben ja im letzten Video von viel Wandel hier im Van gesprochen. Und für den Einsatz haben wir jetzt hier die Körbe abgenommen, um einfach hier besser rennen rauszukommen. Und deswegen ist das im Einsatz immer mein Schlüssel, Alter. Dann kann ich ihn morgen gleich wieder mitnehmen. Alles organisiert. Das hat hier doch seinen Platz, auch im Einsatz. Eiskalt. Oh ja. Nichts im Kühlschrank, aber ein Wasser. Cheers. Cheers. Das hat gleich viel mehr Charme, wenn wir hier am Feld dran schlafen, finde ich jetzt, wenn wir auf dem Weingut sitzen. Ja, obwohl das Weingut als Basis finde ich auch richtig schön. Das stimmt. Aber ich mag es auch voll, irgendwie am Feld dran zu sitzen. Und gerade der Ausblick, der ist cool, dass wir so einen Weitblick haben, ne? Ja. Ich meine, da hinten ist noch ein ganz bisschen Sonnenuntergang. Da hinten sieht man 2-3 Dörfer. Ich mag das auch gerne.
Wir schlafen sonst nämlich immer auf dem Weingut, das ist unsere Basis. Da liegt unser großer Kühlanhänger, unsere Ersatzteile und unser Chef, der da rumhängt und wartet darauf, dass einer ihn anruft und was braucht. Aber das Schönste daran ist, da ist eine Dusche. Oh ja. Das ist einfach das Beste, manchmal nach so einem Abend. Heute ging es, heute war es nicht so warm. Aber manchmal braucht man dann einfach, oder was heißt manchmal, fast jeden Abend gehen wir dann da duschen, weil man einfach so voll geschwitzt vom Tag ist. Das ist einfach krass, aber manchmal lohnt es sich einfach nicht, extra noch die Stunde zurückzufahren. Und deswegen schlafen wir auch oft am Feldrand. Ich mag das aber eigentlich immer ganz gerne, weil es einfach ruhig ist. Man hat dann nette Frühstücksfelder. Das heißt nämlich, Laurens fliegt morgens, ich mache Frühstück und während die Drohne schon fliegt, können wir dann was frühstücken. Und dann ist sie fertig und dann können wir losfahren. Genau, weil da ist ein 8-Hektar Feld und da drüben ist ein 6-Hektar Feld direkt nebeneinander. Und da fliegt sie allein schon eine halbe Stunde, dann kann man ideal frühstücken. Das stimmt, das mag ich eigentlich immer ganz gerne, weil sonst fährt man morgens noch eine Stunde erstmal, bis man dann mal anfängt. Das dauert dann auch zu lange. Wir wollen als nächstes Video ein Q&A drehen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne alle eure Fragen zu entweder dem Sommerjob oder auch zu unserem Project Cabin, zum Projekt, dass wir nach Schweden nächstes Jahr gehen. Oder generell irgendwelche Fragen, die euch einfallen oder die euch interessieren, zu uns auch privat. Schreibt es gerne in die Kommentare oder bei Instagram eine Nachricht, wo auch immer. Wir versuchen so viele wie möglich im nächsten Video zu beantworten. Ja, wir dachten nämlich, dass wir besonders zum Sommerjob eben bestimmt nicht alles hier beantworten können, weil man selbst so drin ist in der Thematik, da vergisst man einfach mal ein paar Dinge. Also schreibt gerne ein paar Fragen in die Kommentare, wir würden die nämlich dann als nächstes beantworten. Und jetzt machen wir uns aber erstmal einen entspannten Abend, essen noch was und dann will ich einfach nur schlafen. Oh, ich auch. Und dann geht's morgen wieder weiter. Stimmt. Kleine Anekdote. Wir haben mal direkt neben der Autobahn an einem Feld geschlafen. So am Rand der Autobahn jetzt, ne? Nicht auf so einem Rastplatz, sondern hinter der Absperrung. Kurzer Reality... Oh, Entschuldigung. Du musst mir auf meinen Fuß betreten. Kurzer Reality-Check. Hört ihr das Meeresrauschen im Hintergrund? Wir sind schon in Griechenland. Nein, wir stehen neben der A3. Aber weißt du was? Normalerweise würde ich sagen, das würde mich jetzt schon stören, aber ich bin abends immer so fertig, ich schlafe wie ein Stein, ich höre das nachher. Ja, das stimmt. Aber wir sind abends oft so todmüde, ich habe einfach nichts gehört. Nee. Gar nichts, ich habe geschlafen wie ein Stein. Und ich glaube, unter normalen Umständen hätte mich die Autobahn schon gestört abends. Schlafen ist wichtig, das haben wir über die Jahre gelernt. Schlafen und auch irgendwie was essen. Das machen Richtig, wir gleich noch. Ab geht die Post. Oh, Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Gute Nacht. Nacht. Come all you young rounders, and a story I'll tell. Promise of heaven and the warning of hell. Take heed where you ramble, or too soon you will go. Way up on the hillside where the new flowers grow. Well, he met in the springtime. Sun sinking low. Two star-crossed lovers in the still melting snow. Well, the loving was easy and the courting was brief. Well, they called her a beauty. They called him a thief. Aus dem tiefsten Bayern! Na? Na, da oben ist die Viecher mit Drohnen und dann habe ich erst unser Auto gesehen. Achso, ich habe gerade runtergeguckt und denke so, Starker, da ist er ja. Oh Gott! Welcome back, hast es geschafft. Ah, dieser blöde Ausreißer. Ja, das sind 170 Hektar. So, heute Morgen war ich noch in München und dann bin ich heute Morgen zurück hierher nach Bamberg gefahren und dann hat Laurens mir noch einen Kaffee gemacht, weil ich so müde bin. Und so langsam ist meine Energie nicht mehr ganz so da. Heute hatte ich sie zwischen Faultier und Schnecke eingeschätzt. Man merkt es so richtig, ich bin einfach sehr langsam inzwischen am Arbeiten. Aber der Kaffee tat gut und jetzt habe ich noch neue Energie, mit Laurens hier seine Route zu Ende zu machen. Normalerweise trennen wir uns gar nicht auf, weil ich muss ja auch bei uns im Auto mitschlafen. Aber ja, manchmal geht das nicht anders und deswegen war ich unten in München für 2 Tage. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Felder. Die Drohne ist auch schon wieder in der Luft. Deswegen piept es hier, das ist immer ein Zeichen, dass alles so läuft, wie es laufen soll.
Ach ja, und jetzt haben wir noch insgesamt 4 Tage Arbeit und ja, dann können wir endlich nach Hause fahren und ja, da müssen wir noch ein bisschen aufräumen und das Video hier zu Ende schneiden und dann machen wir erstmal hoffentlich nächste Woche Freitag dann ein schönes Wochenende, wo wir uns einfach nur erstmal entspannen können. Aber unfassbar, dass der Job schon fast wieder vorbei ist. Es geht irgendwie trotzdem immer ziemlich schnell, aber ich bin dann auch froh. So, ab zum nächsten. Ja, hier chill ich eigentlich immer, wenn die Drohne fliegt, weil was anderes habe ich auch nicht zu tun. Lawrence im Van hat da irgendwie ein paar mehr Möglichkeiten, aber da er den da fährt, habe ich einen Mietwagen bekommen. Und meistens sitze ich entweder hier oder vorne auf dem Fahrersitz und ja, ich gucke halt dann der Drohne zu. Das sind jetzt 5 Hektar, das heißt, es dauert so circa 10 Minuten, die fliegt 1 Hektar in 2 Minuten. Und eigentlich ist das mal ganz cool, so ein großes Feld zu haben, weil hier in Bayern sind die Felder alle super klein. Aber ich war gerade in München und da sind die Felder riesig und deswegen ja, irgendwann nach so 3 Wochen langweilt es dann einen auch, weil ich nicht so richtig weiß, was ich jetzt mit meiner Zeit hier anfangen soll. Also gucke ich der Drohne zu, pass auf, dass sie keine Faxen macht, ne? Weil Technik kann man nie beeinflussen. Aber ja, tja, ja, manchmal räume ich dann noch ein bisschen das Auto auf oder ich habe meine Akkus zu laden, aber jetzt gerade ist nicht wirklich was zu tun. Heute Abend geht's zurück zum Weingut, da freue ich mich schon drauf. Tja, mehr habe ich euch auch nicht zu erzählen, obwohl ich den ganzen Tag alleine bin. So, jetzt beginnt der unschöne Teil, nämlich nach 2 Akkus muss ich mal den Generator anschmeißen, das ist mega laut. Aber hier mäht auch gerade einer Rasen, also Lautstärke gibt's hier eh. Der coolste Moment auf dem Einsatz ist dann eigentlich, wenn man so Felder wiedererkennt, weil ich meine, wir sehen den ganzen Tag Mais, da erinnert man sich nicht an jedes einzelne. Aber manchmal haben die so ausschlaggebende Punkte, wo man denkt, hier war ich schon mal und jetzt habe ich meinen kleinen Freund wieder getroffen. Den fand ich von vor 2 Jahren und letztes Jahr schon so witzig, weil ich bis heute einfach nicht weiß, was für ein Tier das darstellen soll. Aber nebenan ist wohl so eine Holzwerkstatt und das ist deren Maskottchen oder so. Auf jeden Fall finde ich das einfach mega cool. Da habe ich mich kurz gefreut, das sind dann so die Momente am Tag, wo ich mich einfach freue, weil ich denke, ach ja, hier warst du schon mal. Und ich meine, die Orte hier, die kenne ich ja natürlich alle sonst sowieso überhaupt nicht. Und jetzt bin ich bei Feld 12. Ich muss noch bis 15 fliegen und dann sehe ich auch schon bei uns wieder. Das, was man hier auf dem Job immer am meisten unterschätzt, ist die ganze Fahrstrecke, die man hat. Eigentlich ist man wirklich zur Hälfte des Tages mit Autofahren beschäftigt, weil die Felder natürlich nicht alle nebeneinander liegen. Schön wär's. Und jetzt mache ich mir gerade meine Route zum nächsten Feld. Meistens fährt man schon so im Durchschnitt, würde ich sagen, 5 bis 10 Minuten zwischen den Feldern. 11 Minuten fahre ich jetzt und dann bin ich beim nächsten Feld. Los geht's. Tja, rückwärts aus Feldwegen raus, ne? Ist immer spaßig. Nicht umkippen, Leute. Wenigstens lernt man dadurch dann gut Autofahren. Gut rückwärts fahren zumindest. Gut Autofahren, würde ich sagen, konnte ich schon immer gut. Aber jetzt kann ich auch sehr gut rückwärts fahren. Und im Einsatz muss ich immer in Automatik fahren. Das habe ich zu Hause nicht und unser Van ist ja auch keiner. Und letztes Jahr habe ich da echt oft Vollbremsung reingehauen, weil man sich ja erstmal voll umgewöhnen muss. Diesmal aber noch nicht. Diesmal ist das so ein vollautomatisiertes Auto. Das bremst mal kurz zu. Hat so viele Sensoren und das hat schon 2-3 Mal selbst eine Vollbremsung gemacht. Da habe ich mich so erschrocken. Der muss irgendwas anderes gemessen haben, aber da war jedenfalls kein Auto vor mir. Das finde ich dann ein bisschen schwierig, muss ich sagen. So, aber jetzt konzentriere ich mich aufs Fahren. Baraka fi dunya hanana. Nene bigeshi dey. Ich bin jetzt fertig mit meinen Feldern und jetzt ist auch Laurens hier angekommen. Wir treffen uns nämlich immer am letzten Feld und es ist 16 Uhr, das heißt, wir brauchen jetzt einen Mittagssnack. Ich habe Brot und Laurens den Aufschnitt
also den Käse. Also werde ich jetzt rübergehen und mir Essen holen. Mittagspause. Einmal belegen, bitte. Nachmittagssnack. Ja, nein, beide meinen es natürlich auch nicht. Warum nur Brot? Ach, weil ich den Aufschnitt habe. Stimmt. Ich habe keinen Kühlschrank. Naja, es ist fertig, das letzte Feld, ne? Die Logdatei ist hochgeladen, habe ich gerade geguckt. Das heißt, für heute? Früher Feierabend. Geil, das heißt, am Weingut ein bisschen chillen. Apropos, ich bin ja immer für die Baywa unterwegs, aber ich habe jetzt eine richtig coole Cap vom Maschinenring bekommen. Ist aber ungefähr das gleiche Grün. Das stimmt. Ich habe dir auch eine mitgebracht. Geil. Oh, schön, dass du wieder hier bist und nicht mehr in Südbayern. Das freut mich. Ab zum Weingut. Ja. Tschüss. Frisch geduscht und am Weingut. Auf unseren Feierabend. Auf die letzten zwei harten Tage. Das ist das Schöne, wenn seine Base am Weingut ist. Das ist wirklich toll. Der Silvaner, den gibt's heute. Aus den Gläsern vom Weingut Mangold. So heißt das übrigens, wo wir sind. Ja. Das ist wirklich ein richtig toller Ort hier. In der Nähe von Würzburg, bei Dettelbach. Ich liebe es hier auch sehr. Und die Familie ist einfach so herzlich und nett. Das stimmt. Ist einfach immer schön. Cheers. Prost auf unseren Tag. Oh ja. Und ich meine, es ist wirklich ein Highlight, abends zurückzukommen und zu wissen, wir sind nicht irgendwie in so einem Hotelzimmer oder so, sondern wir können in unserem Van nach wie vor schlafen. Wir gucken hier dann über die Weinfelder. Hier in die Würzburg-Region ist einfach wunderschön. Ich liebe es auch sehr. Überall blüht es. Bis jetzt sind nur ganz kleine Trauben dran, weil ja im September erst geerntet wird. Aber es ist wirklich einfach eine tolle Atmosphäre. Ja, ich bin auch. Und der Wein schmeckt auch richtig gut hier. Das sowieso. Und das ist die Ab-ins-Bett-Glocke. Ja, so, jetzt Prost, ne, und schlafen. Genau. Gute Nacht. Ich hole die Drohne gerade ein letztes Mal zurück. Ein letztes Mal landen. Ach. Das war's! Ja! Boah, jetzt habe ich aber, glaube ich, noch eine circa 5 Stunden Autofahrt zurück aus dem Süden hier. Mal gucken, ich glaube, die mache ich nicht mehr ganz heute. Ach, geschafft! Willkommen im Feierabend. Wir haben es geschafft. Genau hier saßen wir bei der Van-Tour ganz am Ende des Videos und haben gesagt, es geht jetzt auf den Einsatz. Jetzt, einen Monat später, sind wir zurück und wir haben es geschafft. Endlich. Ja. 4 Wochen hat es dieses Jahr gedauert. Es hat sich alles ein bisschen länger gezogen. Normalerweise sind es 3. Ja. Ich bin müde. Ach. Kaputt. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ich bin aber auch einfach
so dankbar über diese Möglichkeit des Jobs. Ja. So, dass es mir in den letzten Tagen habe ich, weil ich jetzt die letzten Tage auch noch alleine unterwegs war, da haben wir uns ja nochmal aufgeteilt. Ich war ganz im Süden von Baden-Württemberg. Und da habe ich so drüber nachgedacht, dass ich dachte, ich bin total dankbar, dass wir diese Möglichkeit und auch diese Chance dann genutzt haben. Also sie hatten, sie gesehen haben und die Chance genutzt haben zu sagen, wir können doch unser Leben so um diesen Job halt aufbauen. Ne? Ja, für uns passt es halt einfach sehr gut rein, weil wir ein flexibles Leben haben und wir können einfach dann ja, 4 Wochen hier sein und dann hier arbeiten. Das ist natürlich wir haben natürlich noch andere Leute im Team und die machen dann Urlaub für ihre Arbeit oder von ihrer anderen Arbeit oder so. Und das ist für uns natürlich einfach, das ist der optimalste Job. Und dass wir dann in den 4 Wochen einfach unser Leben dann damit genau, unser Jahresbudget verdienen können und dann quasi von diesem Geld pro Monat eben leben können, bis wir dann nächstes Jahr wieder zurück sind zum Sommer. Also für uns beginnt jetzt das 4. Jahr tatsächlich. Wir rechnen immer, im Sommer beginnt das nächste Jahr. Ja. Das heißt, wir starten jetzt ins 4. Jahr. Wir machen jetzt noch so 1-2 Videos oder so im 2 Wochen Abstand, bevor es dann wieder losgeht auf den letzten Abschnitt. Auf den letzten Abschnitt, bevor es dann nach Schweden geht. Ich bin sehr aufgeregt. Ich glaube, jetzt habe ich sogar Gänsehaut bekommen. Ich freue mich einfach. Dann sehen wir euch in 2 Wochen. Bis dann!